Damit moin hier zu einer neuen Folge Farm Vlog St. Kalle hier bei Jomo 1489. Und hier dieses Gerät verrät euch vielleicht schon, worum es heute geht. Denn heute werden Hektar gemacht. Es wird unsere Wiese gemäht. Ich habe jetzt gerade nochmal eben ganz kurz das Mähwerk gecheckt. Hier unser Kuhn, da stand ja jetzt ein bisschen rum. Aber heute wollen wir mal den ersten Schnitt ansetzen. Und das sieht soweit alles ganz gut aus. Das sollte klappen. Das heißt, wir können uns eigentlich direkt den Trecker schnappen. Ich habe mir überlegt, wir nehmen heute mal den MF einfach mal mit. Der Deutsch steht da drüben rum, noch vor dem Mischwagen. Der ist da mal fleißig zugange. Kühe habe ich heute Morgen schon gefüttert. Und jetzt soll es an die Wiese gehen. Wir haben ja die eine große da direkt hier hinten hinter den Kühen. So, und unser Plan ist dann Heu zu machen. Also heute erstmal mähen, ne, später dann wenden und Heu beim Pressen. So. Nehmen wir uns den Kollegen mal. Und dann soll's losgehen, ne? So, ich weiß, lange kam hier nichts, weder vom Lohnunternehmen noch von unserem Projekt jetzt hier beim Farm Vlog. Ich habe zwar jetzt die letzten Tage mal einen Short hochgeladen, aber eigentlich seit Januar fast Funkstille. Es war alles ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, jetzt mal wieder was liefern zu können. Und heute geht es damit los. So. Gucken, ob wir hier überhaupt reinpassen mit dem... Schön eng, jawohl. So. Hätte man auch mal sauber machen können, das Mähwerk, aber jetzt wird es ja ohnehin dreckig, von daher macht das auch nichts, ne? So. Dann wollen wir mal zu unserer Wiese vorfahren. Da ist sie doch. Und dann können wir loslegen. Fangen erstmal ganz entspannt am Rand an. Ist auch relativ okay was drauf. Hätte durchaus ein bisschen mehr sein können, finde ich. Aber dann so. Legen wir los. Erstmal ganz entspannt, ganz langsam. Ich bin vorhin schon mal durchgelaufen, habe nichts entdeckt. Es geht mir hier um die Rehkitze. Die verschanzeln sich ja hier gerne im Gras. Wir haben auch eigentlich angefragt bei der Rehkitzrettung. Die hatten jetzt leider keine Zeit. Die kommen ja dann normalerweise hier mit, Wärmebildkamera und Drohne, um das abzusuchen. Sieht man ja auch häufig im Fernsehen durchaus mal. So, hier an den Steinen muss ich ein bisschen aufpassen, sonst ist mein Mähwerk schneller kaputt, als ich gucken kann. Sieht man ja im Fernsehen ganz oft mal. Aber die hatten, wie gesagt, leider keine Zeit. Gucken, dass wir die nächstes Mal anheuern. Und ich bin jetzt, wie gesagt, vorhin schon mal, bevor ich das Mähwerk gecheckt habe, einmal drüber gelaufen, habe alles ein bisschen abgesucht, aber man sieht ja nie alles, man kann immer was übersehen, so ist das. Deswegen mähe ich jetzt mal ganz langsam an, dass ich zur Not noch bremsen kann, falls da eins irgendwie emporhüpft, dass wir das rauslassen können. Will ich nicht so ein Vieh überfahren, das ist auch immer so ein Ding, da ist man dann auch ein bisschen... Wie mit den Hasen, die hocken ja auch gerne hier drin. So, aber heute wie gesagt dann der erste Schnitt, das freut mich. Und es läuft doch bisher ganz gut. Wie gesagt, ich bin ein bisschen traurig. Hätte ruhig ein bisschen mehr irgendwie drauf sein können. Es sieht gar nicht mal so viel aus. Aber sieht ganz gut aus bisher, wenn ich mal so hinten raus gucke. Wir wollen natürlich auch schönes Heu pressen, damit wir für unsere Kühe qualitativ hochwertiges Futter haben in diesem Jahr. Und wir müssen uns eigentlich auch noch mehr Land kaufen, weil diese Wiese wird nicht ausreichen auf Dauer.
Dann müsste ich direkt mal auch nochmal gucken, mit dem Bürgermeister hier mal Kontakt aufnehmen, was es da noch gibt, was es zu erwerben gibt, und dann mal an die Pächter gehen, dass wir da auf jeden Fall noch was kriegen. So, weil wir werden auf jeden Fall zukaufen müssen, auf jeden Fall. Oder vielleicht machen wir einen Teil auch sonst die Lage davon, weiß ich noch nicht. Eigentlich habe ich angedacht, heute zu machen, wie gesagt. So. Aber jetzt haben wir gleich mal die erste Runde geschafft. Das sieht ganz gut aus bisher. Genau. Macht doch echt mal wieder Spaß. Wetter ist top. Hundertprozentig. So. Ich denke mal, ich werde auch mit dem MF dann später pressen, weil der hat sowieso ein bisschen mehr Power natürlich als der Deutz. Und zum Pressen braucht man ja durchaus ein bisschen Power, ne? So. Dann geht das hier mal weiter. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sieht das Gras aber echt gut aus. Ich denke mal, da sollten wir echt gutes Futter von bekommen. Ich bleib mal langsam, weil ich echt keinen Bock darauf, dass mir hier gleich noch ein Kitz unterm Trecker liegt. Sowas kann man immer überhaupt nicht gebrauchen. Und auch super, ich dachte, mein Mähwerk, da war irgendwas kaputt an den Schneidblättern. Das hatte ich nämlich erst gedacht, als ich das in Winterschlaf gepackt hatte, weil das beim letzten Schnitt irgendwie schon so ein bisschen rumgenörgelt hat. Aber scheint zu laufen. So, und dann machen wir weiter, ne? So, 12.33 Uhr, ich bin durch und wir schauen uns hier mal das Gras an. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, da kriegen wir wirklich hochqualitatives Futter mit hin. So, dann machen wir wieder rein in unseren MF. Und dann können wir die Fahrt Richtung Hof ansteuern. Also, das heißt, die Fahrt in Richtung Hof. In nicht mal einer Minute sind wir drüben. So. Wenn da jetzt einer kommen wäre, hätte er Pech gehabt. Ja, 12.33 Uhr, Zeit auch mal irgendwie ein Mittagessen einzunehmen. Ich kann jetzt erstmal ein Päuschen machen, mit Gras muss da jetzt sowieso erstmal über Nacht liegen bleiben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gar nicht da. Ich habe irgendwie noch eine Gulaschsuppe aus der Büchse oder was? Oder ich fahre mal eben schnell den Ort zum Imbiss, ich weiß es nicht. Was mache ich? Eigentlich habe ich Zeit, könnte ich auch zum Imbiss fahren. Ich glaube, das machen wir. Ja. Schnappen wir uns hier gleich den Trecker und fahren in Richtung Imbiss. Immer schön irgendwie riesen Curry Pommes oder irgendwas oder irgendwie Gyros Burger, irgendwie was Cooles. Das darf mal sein, oder? So, wie gesagt, nach getaner Arbeit muss das mal sein. Auf Gulaschsuppe aus der Dose habe ich jetzt auch keine Lust. Alles klar. So, ich hoffe, euch hat dieses Video hier von St. Kalle, von unserem Farmvlog, Spaß gemacht. Es war die Folge 2. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann geht's dem Gras natürlich an den Kragen. Dann wird gewendet. Und dann bekommen wir unsere schönen Heuballen. Dann wird auch noch fett
gepresst. So, jetzt haben wir aber heute erstmal Hektar gemacht. Der erste Schnitt hier mit MF und Kuhnmähwerk. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ciao, ciao.